Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. In den Savoyer Alpen wird die Tradition des Webens gepflegt, auf 200 Jahre alten Webstühlen. In Tignes trainieren die Freestyle-Asse schon im Sommer für die Wettkämpfe der nächsten Wintersaison. Und Jahr für Jahr lassen im Gletscher von Belcôte die Bildhauer ihrer Inspiration freien Lauf. Die Reise über die Alpen führt heute weiter durch die Savoyer Alpen. Von Arèche nach Bourg-Saint-Maurice über die Isère in Richtung der Skiparadiese La Plagne, Les Arcs und Courchevel. Dann das Weinbaugebiet von Apremont vor den Toren Chambéry's. Erste Station ist das Beaufortin-Massiv, bekannt für seine sanft hügeligen Landschaften. Im Sommer ist die Gegend ein beliebtes Wanderziel. Hier wird auch eines der bekanntesten Produkte Savoyens hergestellt, der Beaufort-Bergkäse. In der Nähe von Albertville befindet sich auf 1650 Metern Höhe der Col des Saisies. Im Winter tummeln sich hier Alpinskifahrer und Langläufer. Die fruchtbaren Täler und Wälder in dieser Gegend führten zu einer frühzeitigen Entwicklung von Landwirtschaft und Viehzucht. Ein Wohlstand, von dem nicht zuletzt die Burgruine auf der Colline des Vanches hoch über Beaufort zeugt. Das darunterliegende Dorf und vor allem seine Kirche sind charakteristische Beispiele für den Savoyer-Stil des 17. Jahrhunderts. Die Gehöfte sind, nach dem Vorbild der Sennhütten, zum Großteil aus Holz gebaut, das in der Gegend im Überfluss vorhanden ist. Bertrand Malot ist Zimmermann in Arèche und interpretiert die typischen Elemente der alten Chalets neu. Beim Bau eines Chalets dienen mir die traditionellen Wohnformen als Vorlage. Wobei das Klischee der Sennhütte zwar sehr hübsch, doch das Wohnen darin aufgrund der fehlenden Öffnungen nicht sehr angenehm ist. Zuerst muss man also mit dem Kunden besprechen, wie er sich das Chalet vorstellt. Und dann gilt es, seine Wünsche an die Realität anzupassen. Je nach den vorhandenen Bedingungen, den örtlichen Bebauungsplänen, den Geländevorgaben oder den Erschwernissen am Berg. Manchmal muss der Kunde akzeptieren, dass er die eine oder andere Idee, die er vielleicht irgendwo in einem Magazin entdeckt hat, fallen lassen muss. Nach seinem Bauingenieursstudium hat sich Bertrand auf den Entwurf von Wohngebäuden spezialisiert. Ausgefeilte technische Hilfsmittel ermöglichen ihm, seine Projekte zu optimieren und so gut wie möglich auf die Wünsche seiner Kunden einzugehen. Mit unseren Computern lassen sich die Baupläne in 3D darstellen und später als Grundlage für die Konstruktion der Chalets nutzen. Dieser Aspekt ist extrem interessant. Ein natürliches, uraltes Produkt lässt sich heutzutage durch Digitalisierung und High-End-Software weiterbearbeiten. Unsere Chalets werden zu 70% im Atelier vorgefertigt. Vor Ort erfolgt dann nur noch die Endmontage. Der Bau eines Chalets ist also organisiert wie ein riesiges Puzzle, in dem der Platz jedes einzelnen Elements vorherbestimmt ist, auch wenn am Ende noch justiert werden muss. Holz hat noch einen weiteren Vorteil. Es entspricht den modernen Energiesparvorgaben. Für dieses Haus hat das Team um Bertrand Malot einen Monat in der Werkstatt zugebracht und einen weiteren Monat, unterbrochen von Schlechtwetterperioden, auf der Baustelle. An diesem Tag ist das Holzgerippe fertig. Es wartet nur noch auf die Balken, die den Dachstuhl tragen, und das mit Holzschindeln gedeckte Dach. Nach diesem Prinzip baut Bertrand 5 bis 6 Chalets pro Jahr.
Die Leute wollen ein traditionelles Chalet, das aber dennoch einen gewissen Komfort bietet, also vor allem sehr hell ist. Und sie wollen einen modernen Touch. Tag der Bauabnahme. In diesem Fall hat der Betrieb von Bertrand Malot auch die Inneneinrichtung realisiert. Und dabei das traditionelle Wissen mit einer modernen Vorstellung von alpinem Wohnen kombiniert. Heutzutage sind wir für den Hausbau gut ausgerüstet. Wenn man bedenkt, unter welchen Bedingungen die alten Gehöfte hier im Beaufortin gebaut werden mussten, stünden uns heute dieselben Mittel zur Verfügung. Ich glaube nicht, dass wir es genauso gut und mit der gleichen Liebe zum Detail machen könnten, wie die Menschen das früher taten. Dank der Liebe zu seiner Heimat und seiner Handwerkerkompetenz fügen sich Bertrands Chalets perfekt in die örtliche Bebauung ein. Die Piedamenta ist das Symbol des Beaufortin. Stolze 2714 Meter ragt der Gipfel in die Höhe. Einer Legende zufolge entstand der Berg durch den Zorn Gargantuas. Weil der Riese den Mont Blanc nicht überschreiten konnte, versetzte er dem Aravis-Massiv einen Fußtritt. Dabei löste sich ein Stück und landete auf einem Felskamm des Beaufortin. Heute ist die Piedamenta bei Alpinisten im Sommer und Winter sehr beliebt. Die Brücke zwischen den Departements Savoie und Haute-Savoie bildet das Skigebiet Espace Diamant mit seinem Wintersportort Les Saisies Hautes Luz. Die Gegend ist ein natürlicher Wasserspeicher. Bereits im 19. Jahrhundert wurde im Beaufortin aus Wasserkraft Strom erzeugt. Und dieser versorgt bis heute die Fabriken im Tal der Tarentaise. Der Staudamm von Roselin. Mit 187 Millionen Kubikmeter Speicherkapazität kann die Talsperre ein Jahr lang den Energieverbrauch einer Stadt mit 45.000 Einwohnern decken. Weiter unterhalb liegt Arèche, auch Kleintirol genannt. Die Gemeinde wird vor allem mit ihrem berühmten Skitourenrennen in Verbindung gebracht, der Piedamenta. Emilien Boschet trainiert täglich für diesen Gipfelmarathon. Wenn ich morgens loslaufe, führt mich das erste kurze Teilstück über Asphalt. Und dann geht es auch schon hinauf ins Dorf Boudin. Es folgen zwei, drei anspruchsvolle Steigungen. Und danach geht es relativ eben weiter. Der Piedamenta-Lauf findet im Winter statt. Ein Ausdauertest in großer Höhe, an dem jedermann teilnehmen darf. Jede Altersgruppe hat ihren eigenen Parcours. Emilien läuft bei den 18- bis 20-Jährigen, den Junioren. Seine Trainingsstrecke ist die Gemarkung Roselin. In der Regel laufe ich 1,5 bis 2 Stunden. Manche Trainingseinheiten gehen auch 3 bis 4 Stunden. Danach fahre ich ein bisschen Rollski als Vorbereitung auf den Winter. Emilien möchte den Lauf natürlich gewinnen. So wie schon sein Vater Thierry. 400 Sportler aus aller Welt nehmen an dem Wettkampf teil. Ein Tourenrennen mit 4 Etappen in den französischen, Schweizer und italienischen Alpen. 10.000 Meter Höhenunterschied in 4 Tagen, Abschnitte in über 2.600 Metern Höhe und als Nonplusultra die Besteigung des Grand Mont. Alors mon
Mein Vater hat in Pierramenta zweimal gewonnen. Der Lauf hat ihn gereizt. Und mit der Zeit trainierte er dann so viel, dass er zweimal hintereinander gewann. Thierry Boucher, Emiliens Vater, ist Landwirt und besitzt 150 Ziegen. Dank ihrer Robustheit und ihrer Ernährung geben sie qualitativ hochwertige Milch, die nach altem Rezept zu Käse weiterverarbeitet wird. Emilien und sein Vater sind beide hier groß geworden, beim Führen der Herden über die steilen Hänge. Ein natürliches Training, das mühelos erscheint. Für sie so natürlich wie die Teilnahme am Wettbewerb im Skibergsteigen. Der Pierramenta-Lauf hat allerhöchstes Niveau. 4 Tage hintereinander mit 10.000 Metern Höhenunterschied. Das ist schon beeindruckend. Mein Sohn ist noch jung. Trotzdem ist es schön, dass er Lust hat, meinem Beispiel zu folgen. Viele Champions stammen aus Arèche und sind in meine Fußstapfen getreten. Auf sie alle bin ich stolz. Vom Beaufortin überqueren wir den Col du Pré und finden uns im Tal der Tarentaise wieder. In der Ferne die italienische Seite des Mont Blanc. An den Ausläufern des Vanoise-Massivs entlang geht es nun hinab zur Hauptstadt der Haute Tarentaise. Seit dem antiken Rom ist Bourg-Saint-Maurice die letzte Station vor dem kleinen St. Bernhard-Pass und der italienischen Grenze. Zur Industriemetropole Turin sind es nur wenige Dutzend Kilometer Luftlinie. Die Isère entspringt dem Gletscher der Grande Aiguille Rousse und fließt weiter nach Bourg-Saint-Maurice. Das Stadion mit seiner Wildwasserbasis bietet versierten Kajakfahrern optimale Bedingungen für internationale Wettbewerbe. Der 22 Kilometer lange Parcours zählt zu den schönsten in Europa. Jimmy Berson ist langjähriges Mitglied des örtlichen Kanu- und Kajakclubs. Seit seiner Kindheit gehört dem Wildwasserfahren seine ganze Leidenschaft. Aus Verbundenheit zu seiner Heimat und seinem Fluss trainiert Jimmy inzwischen bereits den Nachwuchs. Es macht Spaß, Anfängern etwas beizubringen. Ich sehe, wie sie Fortschritte machen. In ihrem Alter kommen die Kinder, besonders die aus meinem Verein, wahnsinnig schnell voran. Sie begreifen schnell und oft haben sie ein Gespür fürs Wasser. Bleib nah an der gelben und roten Stange dran. Paddel da gleichmäßig weiter. Da hinten warst du perfekt. Um es im Kajakfahren auf ein hohes Niveau zu bringen, braucht man viele Jahre Erfahrung. Der Sport verlangt hervorragende Fahrkenntnisse, enorm viel Technik, einen guten Gleichgewichtssinn und Gespür für das Wasser. All das ist wichtig und entwickelt sich nur über viele Jahre hinweg. Bis man im Kajak ein hohes Niveau erreicht, dauert es mindestens 5 Jahre. Dafür muss man jung anfangen. Mit 15, 16 lassen sich die wichtigsten Grundlagen nur noch schwer erwerben. In Frankreich gehört Jimmy zu den Besten im Kajaksport. Seine Top-Disziplin, das Slalomfahren. In Bourg-Saint-Maurice bietet das extreme Gefälle der Isère optimale Trainingsbedingungen. Denn es verlangt den Sportlern einiges ab. Die Besonderheit der Strecke von Bourg-Saint-Maurice besteht in den Wasserverhältnissen. In seinem oberen Abschnitt ist der Fluss reißend. Von der Schwierigkeit her hat das schon internationales Niveau. Die Strecke im Stadion von Bourg-Saint-Maurice gilt als die härteste der Welt. Ich hoffe jetzt auf die ganz großen Wettbewerbe. In Metz bin ich gerade französischer Meister im Kanuslalom geworden. Vom Niveau her kann ich internationale Rennen mitfahren. Und bald stehen die Olympischen Spiele an. Warum nicht Olympia? Parallel zum Studium gibt Jimmy einiges von seiner Leidenschaft an den Nachwuchs weiter.
und hält sich dabei selbst auf Top-Niveau für die internationalen Wettbewerbe. Von Bourg-Saint-Maurice aus geht unsere Reise 1000 Meter nach oben. Genauer gesagt, ins Skigebiet Les Arcs. Erreichbar per Standseilbahn oder mit dem Auto. Mit dem Bau der Straße in den 1960er Jahren schossen hier vier Wintersportorte buchstäblich aus dem Boden. In einem Gebiet, das zuvor völlig unberührt war. Das Ganze ist die Frucht der Begegnung zwischen einem Hochgebirgsführer und Skilehrer aus dieser Gegend sowie einem Experten für die touristische Erschließung der Berge. Durchgehend autofrei mutet die Architektur der Dörfer Arc 1600, Arc 1800 und Arc 2000 ziemlich futuristisch an. Arc 1950, eine Anlage jüngeren Datums, ist im traditionellen Stil gebaut. Im Winter transportiert die Seilbahn an der Aiguille Rouge mit ihrer atemberaubenden Aussicht auf das Mont Blanc-Massiv die Skifahrer auf 3200 Höhenmeter. Das Gebiet ist mit den Stationen von La Plagne verbunden und umfasst insgesamt 425 Pistenkilometer. Hier kommt jeder Skifahrer auf seine Kosten. Colleen Wesley ist Telemark-Fan. In Argentinien, in den Anden Patagoniens geboren, hat es die junge Frau vor einigen Jahren in die Alpen verschlagen. Als ich mit dem Telemarken anfing, sah ich auf einmal wieder den Unterschied zwischen einer blauen und einer roten Piste. Ich wurde wieder zur blutigen Anfängerin. Doch es ist einfach traumhaft. Colleen ist Designerin und arbeitet in C, in einer Weberei, die sich auf Wollstoffe und Gewebe spezialisiert hat. Die Produkte werden nach einem traditionellen Verfahren gefertigt, das sich in zwei Jahrhunderten nicht verändert hat. Besonders berühmt ist die Weberei für ihr Bonn-Walltuch, dem Vorläufer der synthetischen Outdoor-Stoffe von heute. Alpinisten, Expeditionsteilnehmer und Bergführer aus Chamonix haben seit dem 19. Jahrhundert seinen Ruf begründet. Die Fertigung des Bonn-Walltuchs erfolgt in 24 Einzelschritten auf Webstühlen, die unter Denkmalschutz stehen. In dieser Fabrik scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Webstühle stammen aus der Zeit um 1800. Das ist das Tolle an dieser Weberei. Wir erzeugen ein topaktuelles Produkt mit Maschinen, die beinahe 200 Jahre alt sind. Bonn-Walltuch, Savoyertuch, Alpengewebe, Stoff aus See. Die Weberei verfügt über ein einzigartiges Wissen und versucht trotzdem neue Wege zu beschreiten. Colleen ist gleichermaßen an Entwurf und Fertigung der diversen Produkte beteiligt. Wir haben ein Rohmaterial und damit müssen wir etwas ganz Neues kreieren. Bestellungen bearbeiten für Ferienwohnungen, Hotels, Restaurants. Maßanfertigungen wie zum Beispiel einen Vorhangstoff oder einen Sofabezug, ein paar Wandbehänge. Bis hin zur gesamten Innenausstattung eines Hotels. Eine riesige Bandbreite. In der Nähe von Bourg-Saint-Maurice besitzt die Weberei einen strategischen Standort. Ihr Ruf lockt Kunden aus nah und fern. Vor allem aus den noblen Wintersportorten Savoyens. Im Winter zeichne ich auch von zu Hause aus. Ich werde um Entwürfe bezüglich neuer Bauprojekte gebeten. Wir arbeiten noch nicht am Computer. Sämtliche Angebote sind von Hand gezeichnet. Fernab ihrer südamerikanischen Heimat hat sich Colleen dank ihrer Kreativität und Anpassungsfähigkeit im Herzen der Tarentaise ein neues Leben aufgebaut. Von C in der Haute Tarentaise geht es weiter das Tal der Isère entlang.
Einen Steinwurf entfernt von den großen Skistationen winden sich typische Savoyer Dörfer um ihren barocken Kirchturm, mit Blick auf die Gipfel der Vanoise. So auch der Ort Sainte-Foy, der sich in 1000 Metern Höhe an der Passstraße zum Col de l'Iseron an die Hänge schmiegt. Die Isère speisen zahlreiche Gebirgsbäche, die den Gletschern entspringen. Je nach Niederschlagsmenge führen sie mal mehr, mal weniger Wasser. Am höchsten steigt das Wasser im Frühling und im Frühsommer zur Schneeschmelze. Die Talsperre von Tignes. 180 Meter hoch und 300 Meter lang handelt es sich bei dem Bauwerk um die größte Bogenstaumauer Frankreichs im Gebirge. In Betrieb genommen wurde die Anlage 1952. Damals versank das alte Tignes in den Fluten. Die Bewohner versuchten, das Dorf zu retten, doch der wachsende Strombedarf des Landes entschied anders. Dank staatlicher Zuschüsse legen 1956 die Einwohner 6 Kilometer weiter oben, zwischen Vanoise und Tarentaise, den Grundstein für einen neuen Ort. In den 70er Jahren dann der Wandel. Tignes wird zu einer international renommierten, innovativen, sportlich hippen Station mit den Teilorten Val Claret und Le Lavachais. In 2100 Metern Höhe liegt Tignes-le-Lac, das Herz der Station. Mathieu Navillot ist Ski-Akrobatik und Freestyle-Champion. Als Mitglied der französischen Nationalmannschaft nutzt er die Möglichkeiten der Station zu jeder Jahreszeit. Tignes ist ein unglaubliches Glück. Um das zu verstehen, musst du hier geboren sein. Hier oben steht kein einziger Baum, nichts, die reinste Mondlandschaft. Aber die Einheimischen wissen sie zu schätzen. Ich empfinde es als Glück, dass ich das ganze Jahr über hier wohnen kann. Acroland bietet allen den ultimativen Kick. Jeden Sommer treffen sich hier die Champions im Freestyle, in Erwartung der Wintersaison. Mathieu wird trainiert von Henri Autier, ehemaliger Ski-Akrobatikmeister und seit den 70er Jahren aktiver Fürsprecher dieser Disziplin. Seine spektakulären Sprünge haben eine ganze Generation zu einem neuen Skistil motiviert. Beim Waterjump kann ich in aller Sicherheit meine Sprünge für den Winter trainieren, neue Sprünge ausprobieren, ohne irgendein Risiko einzugehen. Der Aufprall auf dem Wasser birgt weit weniger Verletzungsgefahr als der Aufprall auf dem Schnee. Ich war französischer Vizemeister, dann 3-mal Dritter beim Europacup und im Jahr darauf 18. beim Weltcup. Une 18e place en Coupe du Monde. Alors pour être un excellent skieur de bosse. Auf der Buckelpiste braucht es eine solide Muskulatur, um die Stöße abzufangen. Das ist die körperliche Voraussetzung. Nur so kommst du gut durch die Saison. Die Wettkämpfe dauern nur gut 3 Monate. Dazu die vielen Reisen und der Jetlag. Um das alles schnell und gut wegzustecken, braucht man eine gute Kondition. Mathieu gehört zur Generation, die mit der Station geboren wurde. Hier kann er voll und ganz in seiner Leidenschaft aufgehen. Mein Traum wäre natürlich, bei allen wichtigen Wettbewerben zu gewinnen. Ein Sieg bei Olympia und bei der WM. In möglichst naher Zukunft, hoffe ich. Noch weiter hinauf verbinden eine Stand- und eine Drahtseilbahn die Station mit dem Grand Motte-Gletscher in 3450 Metern Höhe. So darf sich Tignes zu Recht als Hauptstadt des Sommerski rühmen.
Vom höchsten Punkt eines der weitläufigsten Skigebiete der Welt geht es am Fuße des Col de l'Isère hinab nach Val d'Isère. Die Pisten dieses Skimekka dienen von jeher als Austragungsort für Sportereignisse der Extraklasse, wie die Olympischen Spiele, das Kriterium des ersten Schnees oder die Ski-WM. So sehr Val d'Isère gewachsen ist, so authentisch ist der Ort doch geblieben und hat sich seinen Bergdorfcharakter bewahrt. Seine Bewohner haben das frühere Bauerndorf in eines der bedeutendsten Skizentren Frankreichs verwandelt. Die Reise führt nun am Rande der umliegenden Gipfel und Gletscher entlang. Zum Schutz dieses einzigartigen Naturraums sowie des vom Aussterben bedrohten Steinbocks wurde 1963 der Nationalpark Vanoise geschaffen. Hinter dem Kamm zeichnet sich im Hintergrund der höchste Punkt des Vanoise-Massivs ab. La Grande Casse, 3850 Meter hoch. Seine Erstbesteigung erfolgte 1860. Hoch über dem Tal von Pezé-Nancroix ragt der Belcôte-Gipfel über 3000 Meter gen Himmel. Wer im Sommer seine ersten Gehversuche auf dem Gletscher wagt, braucht Schuhe mit Steigeisen und erfahrene Begleitung. Seile und Gurte sind unerlässlich, will man sicher über die Spalten kommen. Jahr für Jahr eröffnen Bergführer gegen Ende des Frühlings ein Museum, das ganz in Eis gehauen ist. Camille Dubois ist Eisbildhauerin. Die Arbeit im Innern eines Gletschers ist schon spannend. Du kommst dir fast vor wie ein Höhlenforscher. Plötzlich kann Wasser einbrechen und du stehst bis zu den Knien im Wasser. Das ist schon eine Extremsituation. Über deinem Kopf hörst du das Eis knacken und hallen, sodass du glaubst, gleich stürzt alles über dir zusammen. Das kann wirklich vorkommen. Manchmal arbeiten wir auch in ganz niedrigen Stollen, beinahe auf allen Vieren. Oder wir sitzen plötzlich im Dunkeln, weil wegen der Kettensägen das Licht ausfällt. Das ist schon beeindruckend. Beim Arbeiten versinke ich ganz in meiner Welt. Solange ich mit der Kettensäge rangehe, bin ich ziemlich angespannt, weil die Arbeit sehr schnell vorangeht. Danach kommt die Arbeit mit dem Meißel. Das ist dann eher eine ruhige Phase. Alles ist extrem still. In der Höhle ist fast kein Laut zu hören. Du suchst nach Formen und die Atmosphäre ist friedlich. Wie andere Bildhauer, die aus ganz Frankreich hierher kommen, weil sie diese Erfahrung reizt, hat auch Camille Dubois die von ihr benutzten Werkzeuge und Geräte zweckentfremdet. In einer Umgebungstemperatur von 1 °C lässt die Künstlerin ihre Werke nicht selten einfach ihrer Fantasie entspringen und verwandelt sie in einen Traum aus Eis. Während der ganzen Zeit bekommt sie Hilfe für die Beseitigung der Trümmer. Mit größter Präzision ausgeführt, verlangt der letzte Feinschliff volle Konzentration. Meine schönste Skulptur stelle ich mir monumental vor, mindestens 3 Meter hoch, also ziemlich imposant. Da ich viel zeichne, mag ich das Skulpturale hier sehr. Es ist sehr dynamisch. Musik
Diese vergängliche, einzigartige Umgebung, in der sie ihre Skulpturen modelliert, verdankt Camille den Bergführern. Mit Spitzhacken bewaffnet haben sie die Grotte aus dem Eis gehauen. 2 bis 4 Monate Arbeit. 5 Meter Fortkommen pro Tag. Und am Ende reichen die Stollen bis zu 30 Meter unter die Oberfläche des Gletschers. Danach entsteht unter Camilles Händen eine magische Zeitreise unter dem Gletscher. Es ist aufregend, denn solche Bedingungen habe ich im Alltag nicht. Ich verlasse mein Büro und meine Zeichnungen, was sehr angenehm ist. Unterstützt von den Bergführern erschafft Camille in der erstarrten Welt der Gletscher Jahr für Jahr ein poetisches Universum. Mit ihren großen Wintersportorten lockt die Tarentaise gewaltige Touristenströme an. Bis in die 50er Jahre hinein waren die Bewohner durchweg Bauern. Manche gingen in den Betrieben unten im Tal oder am Skilift einem Nebenerwerb nach. Heute widmen sich nur noch wenige Bergbewohner der Landwirtschaft. Die Reise geht erneut durch das Tal der Isère, hin zu steil ansteigenden Hängen. Vor der italienischen Flanke des Mont Blanc kommen noch einmal die Gipfel des Vanoise-Massivs in Sicht. Die Aiguille du Fruit, der Roc Merlet, die Pointe Emilienne und die Gipfel hoch über dem Avaltal, wo sich der Wintersportort Courchevel befindet. Verteilt über 5 kleinere Dörfer, die auf 1000 bis 1800 Metern Höhe liegen, ist Courchevel ein wichtiges Tor zu den Trois Vallées. Klaus Ohlmann ist in den Hochalpen gestartet und erreicht den illustren Wintersportort mit seinem Motorsegler. Ich heiße Klaus Ohlmann und bin gebürtiger Deutscher. Ich stamme aus Süddeutschland, aus Neustadt an der Aisch in Bayern. Nach Frankreich hat es mich wegen der südfranzösischen Lebensart verschlagen, wie so viele in meinem Umfeld. Es ist einfach schön hier. Das französische Savoir-vivre gefällt vielen Menschen. Klaus Ohlmann hat seinen Zahnarztkittel an den Nagel gehängt und ist inzwischen Weltmeister im Langstreckensegelflug. Nicht jeder Ort hier ist gut zugänglich. Insofern besteht ein großer Unterschied zwischen den Süd- und den Nordalpen. Trotzdem träumen die meisten Piloten davon, dass ich sie zum Mont Blanc bringe, dem höchsten Berg Europas. Ich bin nämlich so eine Art Bergführer im Segelflug. Alle Segelflieger, die nach Südfrankreich kommen, träumen von einem Flug über die Vanoise und die Gegend ringsum. Der Nimbus 4DM ist ein extrem leistungsstarkes Segelflugzeug. Momentan eines der besten der Welt. Ein Rennschlitten, den man braucht, um Weltrekorde zu brechen. Mittlerweile habe ich an die 50 Rekorde aufgestellt, die meisten in den argentinischen Anden. Dort gibt es die Jetstreams. Das sind extrem schnelle Höhenwinde, die am Rande der Berge Luftströmungen verursachen. Der Segler kann auf Hunderten von Kilometern an diesen Wellen entlang surfen. Ich bin schon 3000 Kilometer an nur einem Tag geflogen.
Die Alpen sind ein herrlicher Spielplatz. Verglichen mit der Gebirgskette der Anden kommen sie einem vor wie ein Sandkasten. Doch sie bieten fantastische Lernmöglichkeiten. Auf diesem kleinen Terrain habe ich alles gelernt, was mir in den anderen Gebirgen dieser Welt von Nutzen ist. Für die Landung auf einem alpinen Höhenflugplatz ist eine besondere Qualifikation erforderlich. Das Flugfeld von Courchevel ist berühmt für seinen hohen Schwierigkeitsgrad. Zwischen einem Motorsegler und einem reinen Segelflugzeug besteht eigentlich kein großer Unterschied, außer der Tatsache, dass es weitaus sparsamer und effizienter ist, wenn man aus eigener Kraft abhebt. Mit dem ersten Aufwind kann man dann den Motor abschalten. Normalerweise braucht man ihn dann den ganzen Tag nicht mehr. Dank eines Klapptriebwerks kann Klaus autonom starten und muss nicht wie ein klassischer Segelflieger von einem Schleppflugzeug in die Luft gezogen werden. Durch geschicktes Austarieren von Luftströmungen und thermischen Aufwinden kann der Pilot die Segelflugdauer deutlich verlängern. Auf seinem Stützpunkt in den Hochalpen bietet Klaus allen Interessierten eine Einführung in den freien Flug. Bei ihm lernt man alles, was man wissen muss: über Höhenwetterkunde in den Bergen, die Navigation und die Landebahnen. Am Ende besteht die Möglichkeit zum Erwerb der begehrten internationalen Segelfluglizenz. Mein Traum ist es, eines Tages über den Mount Everest zu fliegen, über die höchsten Berge der Welt und über die Antarktis, die in dieser Hinsicht völlig unberührt ist. Kein Segelflugzeug hat sie je überflogen. Von Courchevel geht es nun über die fünf Weiler der Station hinauf. Es folgen die Kämme der Solire, der Croix de Verdon und des Rocher de la Lose, hinweg über die Aiguille de Peclet. Im Belleville-Tal oberhalb von Saint-Martin und Val Thorens dann zur gegenüberliegenden Seite. Von den Stationen der Trois-Vallées aus geht die Reise an der Isère weiter. An der Olympiastadt Albertville vorbei nach Apremont, vor den Toren Chamberys. Nach der Einmündung des Arly ergießt sich die Isère in das Erosionstal Combe de Savoie. Einst war die Region ein strategisch wichtiger Durchgang von Frankreich nach Italien und ein bedeutsamer Verteidigungsposten. Heute dominiert hier der Weinbau. Bereits im 1. Jahrhundert hatten die Kelten eine robuste Rebsorte ausgewählt, die dem alpinen Klima trotzt. Nach dem Zusammenbruch des Römischen Reichs ermöglichte die Kirche den Fortbestand des Vin de Savoie, indem sie ihn als Messwein nutzte. Über den Weinbergen von Apremont, unterhalb der Wand des Mont Granier, hat der Bildhauer Livio Benedetti sein Domizil und sein Atelier eingerichtet. Die Berge haben mir das Geheimnis meines Berufes erschlossen, den Wagemut. Wie kann die Natur so schön sein? Wie kommt es, dass wir sie so bewundern? Egal ob in den Alpen oder anderswo, überall erteilt uns die Natur Lektionen in Schönheit. Die Alpen, der Berg, der Alpinismus. Die großen Bergsteiger haben mich immer fasziniert. An diesen Bergen schult sich das Auge. So viele Formen ähneln Skulpturen. Man befindet sich kontinuierlich im Bann dieser Schönheit. Unser Planet verändert sich langsam, ohne dass es dafür eine Erlaubnis oder eine Begrenzung gäbe. Für mich waren die Berge eine Offenbarung. Hätte ich nicht selbst Berge bestiegen,
Ich glaube, ich hätte den Beruf des Bildhauers längst aufgegeben. Trotzdem spiegeln die Skulpturen von Livio Benedetti den Zeitgeist wider. All seine Werke strahlen intensive Emotionen und eine überbordende Kreativität aus. Ich habe kein Kunststudium absolviert. Mein Vater war Maurer, Steinmetz und Holzschnitzer. Ein Maurer konnte früher mit allen Materialien umgehen. Er war Zimmermann, Schreiner und Tischler. Er verstand sich einfach auf alles. Mein Vater hatte ein außergewöhnliches Auge. Und ich habe vielleicht einiges von seinen Fähigkeiten und seinen hohen Ansprüchen geerbt. Ich habe eine Vorliebe für Monumentalwerke. Den Berg bewundern wir ja auch, weil er so imposant ist. Irgendwie überdimensional. Wenn eine Skulptur überdimensional ist, dann wirkt sie gleich ganz anders. Bis ich mein erstes Werk verkaufte, hat es gut und gerne 10 Jahre gedauert. War das eine Euphorie? Ich denke oft an dieses Gefühl zurück und hätte es gern wieder. Mit dem ersten Verkauf verbindet man eben vieles. Hoch über den Weinbergen von Apremont verleiht Livio seiner Begeisterung für die Natur Ausdruck. Sie ist Quelle seiner beeindruckenden Kreativität. An einem solchen Ort brauche ich mich nur tragen zu lassen von den Elementen. Ich denke nur an die hiesigen Weinberge. Wie heißt es so schön? In vino veritas. Der Wein, dazu diese schwindelerregenden Berge, die Nordseite des Granier, da kann einem schon schwindlig werden. Eine Kulisse wie geschaffen dafür, an seine Grenzen zu gehen. In Apremont geht die Reise durch Savoyen zu Ende. Hier befinden wir uns am Eingang zur Dauphiné und vor den Toren Grenobles.